Hallo, hier ist Ina, die Papierverrückte, mit dem nächsten Teil der Kartengrundlagen. Und heute wollen wir uns mal mit den grundlegenden Aufbaumöglichkeiten einer Karte beschäftigen. Ich habe jetzt mal 5 rausgesucht, die, ich sag mal, allgemein anerkannt sind, die, mit denen die meisten Leute arbeiten, ob bewusst oder unbewusst. Diese 5 stelle ich euch einfach mal vor. Es gibt bestimmt noch mehr. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann bitte in die Kommentare, und wenn ihr auch noch mehr für mich habt, dann Infos auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich über sowas. Aber jetzt erstmal ab zum Video. Wir haben uns jetzt mit einigen Sachen schon beschäftigt. Wir haben uns erstmal überhaupt den Grundkartenaufbau angeguckt, also wie die ganzen Aufleger sind. Am besten verlinke ich euch die ganze Playlist da oben, dann könnt ihr euch das nochmal in aller Ruhe angucken. Gerade wenn ihr Anfänger seid, ist das Richtige für euch. Jetzt ist der nächste Schritt ist so ein bisschen, dass wir uns überlegen, wie wir was auf der Karte nachher anordnen, damit es irgendwie vernünftig aussieht. Also man klatscht die Sachen ja nicht einfach so drauf, sondern man überlegt sich was dabei. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Sachen meistens intuitiv mache. Das heißt, ich nehme mir die Elemente, die ich haben will, schiebe die so ein bisschen zurecht und gucke, ab wann es mir gefällt. Das Interessante ist, wenn ihr das macht, kommt ihr tatsächlich meistens bei einem Gestaltungsprinzip heraus. Es stimmt tatsächlich, dass wenn irgendwas gut aussieht, wir das auf eins von diesen Prinzipien zurückführen können. Meistens, nicht immer, ja? Deshalb dachte ich, dass ich euch einfach mal diese Prinzipien vorstelle, dass ihr die mal gesehen habt und euch vielleicht ein bisschen mehr darunter vorstellen könnt. Oder aber eben, der andere Schritt ist, wenn ihr feststellt, dass eure Karten immer blöd aussehen, dass ihr euch mal ein Gestaltungsprinzip davon rauspickt und einfach mal ein bisschen rumprobiert. So, als erstes habe ich mir mal die Dreierregel rausgeschrieben. Dazu habe ich euch schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das. Ja, das war's. Ich verlinke euch das. Aber ich erkläre es trotzdem nochmal ganz kurz. Die Dreierregel besagt, dass wir unser Blatt Papier, mit dem wir arbeiten, unsere Grundkarte, in ja sowohl senkrecht als auch waagrecht in 3 Teile teilen. Das heißt, ich kriege so 9 Kuchenstücke, die gleich groß sind. Die sind hier leider nicht ganz, ich habe mich vermessen, aber ihr wisst, was ich meine. Und eine Karte ist dann für uns attraktiv, ja, oder sieht harmonisch aus, wenn der Fokuspunkt, also das, worauf es ankommt, entweder auf einer von diesen Linien liegt oder noch besser auf einem von diesen Punkten. Das heißt, unser Auge möchte den Hauptfokuspunkt nicht in der Mitte haben. Das ist, glaube ich, so eine der allerwichtigsten Regeln, die man machen kann. Ich zeige euch ganz kurz mal eine Karte. So, die Karte habe ich mal, das ist schon eine Weile her, für die Create a Smile Challenge gemacht. Und ich hätte die Biene ja auch in die Mitte setzen können. Aber das macht man nicht. Man setzt die Sachen nicht in die Mitte, weil tatsächlich das fürs Auge schöner ist, wenn es versetzt ist. Und jetzt habe ich, wenn ich mir hier meine Linien durchziehe, ja, das Huhu auf jeden Fall in dieser Drittelregel drin. Und ja, da einfach, wie gesagt, gucken, dass eure Sachen nicht klatsch in die Mitte sind, sondern nach dieser Dreierregel sind. Ihr könnt euch auch mal Fotos angucken. Es ist tatsächlich so, wenn die diese Dreierregel erfüllen, sehen sie harmonischer aus. Aber wie gesagt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Braucht euch erstmal nicht weiter interessieren. Aber ich lasse einfach mal hier oben liegen, dass ihr nachher, oder ich lege nachher alles nochmal hin, sonst kommen wir jetzt durcheinander. So, das nächste Prinzip kann ich euch auch, glaube ich, gleich wieder an dieser Karte hier zeigen. Das ist die sogenannte Regel der 3. Die Regel der 3 oder auch die Regel der ungeraden Zahl. Aber 3 ist tatsächlich besser. Die Amerikaner oder Engländer sagen auch oft Visual Triangle. Ich bin ganz schlecht in Aussprache, das wisst ihr hoffentlich. So, das sagt im Endeffekt nichts anderes aus, dass wenn ihr 3 Teile verteilt, ihr die in, also ich meine, 3 Teile geben ja fast automatisch ein Dreieck. Also ihr macht 3 Teile nicht auf eine Linie, sondern ihr macht ein Dreieck. Und dann soll das, worum es geht, in der Mitte sein von eurem Dreieck. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, unser Auge folgt diesem Dreieck. Ja, und jetzt bei mir ist sowohl dieser Bienenstock als auch das Huhu in diesem Dreieck drin. Ja, unser Auge wuselt über die Karte und unser Auge braucht so Orientierungspunkte. Und das mache ich mit so 3 markanten Sachen.
und da kann unser Auge dran langlaufen. Und was bei dieser Regel von diesem Visual Triangle noch wichtig ist, ist, dass es kein gleichschenkliches Dreieck ist. Ja, also der dritte darf nicht hier hin. Also wenn irgendwie zwei Seiten gleich sind oder erst recht, wenn alle drei gleich sind, sieht es auch doof aus. Also es muss ein verzerrtes Dreieck sein, damit es wirklich gut aussieht und das bei unserem Auge wirklich ankommt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, wie gesagt, Fragen bitte in die Kommentare. Also diese Regel der drei oder eben dieses visuelle Dreieck. Ein Dreieck, was aber nicht gleichschenklig sein soll. Gleichseitig, gleichschenklig, irgendwas dazwischen. Ja, also verzerrt, nicht gleichmäßig. So, dann kann das hier erstmal weg. Dann gibt es zwei Prinzipien, die für mich relativ nah aneinander sind. Und das ist der Block oder der Grid. Block heißt ja eben Blöcke, das mit Blöcken aufgebaut ist. Und Grid wäre ein Gitter. Im Endeffekt bildet ein Grid automatisch Blöcke. Und Blöcke automatisch ein Grid. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Deshalb habe ich mir das hier hingelegt. Jetzt schauen wir einfach mal. Ich versuche jetzt einfach mal hier ein paar Teile rauszusuchen. Das hätte ich natürlich auch schon machen können. Letztlich heißt das nichts anderes, als dass ich meine Sachen geordnet anordne. So zum Beispiel. Jetzt bilden meine Motive Blöcke und der weiße Rahmen außenrum bildet ein Gitter. Deshalb finde ich, dass die beiden miteinander verwandt sind. Und es wird oft getrennt, Block und Grid, aber für mich ist es im Endeffekt sehr, sehr ähnlich. Und dadurch kommt eine wahnsinnige Harmonie rein. Die Karte sieht einfach automatisch gut aus, weil sie harmonisch ist. Oder aber ich nutze sowas mit voller Absicht, um die Harmonie auch zu brechen. Ja, also wenn ich den Fotoapparat jetzt wegnehme, könnte ich hier den Spruch reinmachen oder ich könnte den hier auch noch wegnehmen und dann hier einen langen Spruch reinmachen und dann wäre das Grid eben hier durchbrochen. Obwohl, da weiß ich nicht, ob es gut aussehen würde. Müssen wir mal probieren. Wie gesagt, das, was so ein Block oder Grid eben macht, ist Ruhe in die Karte reinbringen. Schon auch mit dem Hintergrund, dass man sowas aufbrechen kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt 5 Sachen schwarz-weiß mache und nur eins knalle bunt, da geht dann der Fokuspunkt drauf. Aber so ein Grid leitet auch mein Auge, wenn ich so eine Struktur habe. Und dadurch ist die Karte einfach lesbar fürs Auge. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man die Schrift lesen kann, sondern dieses Feine im Hintergrund, dass man die irgendwie so entschlüsselt. Ich kann euch echt nichts schöner, also ich kann euch es nicht schöner ausdrücken. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, wie gesagt, fragt nochmal. Vielleicht finde ich dann, wenn ich eure Frage sehe, eine schönere Antwort. Also Block oder Grid ist wie gesagt für mich verbannt, weil in dem Moment, wo ich Blöcke habe, habe ich auch ein Gitter. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Auch da, wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, mache ich da gerne noch ein extra Video dazu. Jetzt geht es ja einfach mal um den kurzen Überblick. So, als nächstes haben wir noch ein Gestaltungsprinzip und das ist die Diagonale. Die Diagonale kann ich aus beiden Richtungen machen. Also ich kann diese Diagonale nehmen oder ich kann auch die entgegengesetzte Diagonale nehmen. Das hat tatsächlich ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Unsere Leserichtung ist ja von ja, links und rechts Schwäche. Unsere Leserichtung ist von links nach rechts. Weshalb wir eine Diagonale, die hier von oben nach unten geht, tatsächlich eher mit Trauer verbinden, bergab. Es ist tatsächlich so, es ist super lustig. Und eine Diagonale, die von hier nach oben geht, tatsächlich eher mit was Fröhlichem verbinden. Super witzig. Gibt es eine Studie zu. Ich bezweifle, dass ich die finde, sonst würde ich die euch verlinken. Die sich genau mit sowas auseinandersetzt. Die das tatsächlich nachgewiesen, also wo der Verdacht nahelegt, dass wir auf sowas achten. Auf jeden Fall, Diagonale ist relativ einfach. Sie gibt uns eine Linie, der unser Blick folgen kann. Da ist für uns im Endeffekt nur wichtig, dass wir uns überlegen, dass wir, wie gesagt, von links anfangen zu lesen und rechts enden von unserer Psychologie her. Also von unserer, nicht Psychologie, von unserer Leserichtung.
lustig, Pinguin und Eier und keine Ahnung, alles hier zusammen. Was haben wir noch, was hier so gar nicht dazu passt? So eine Diagonale hilft meinem Auge einfach wieder, dass es eine klare Linie hat. Übrigens, klare Linie müsste auch nicht unbedingt eine Diagonale sein, könnte auch so quer rüber sein zum Beispiel, ist einfach eine Linie. Obwohl die dann wieder, Achtung, wenn wir an die Dreierregel denken, wenn ich eine gerade Linie mache, sollte die auf jeden Fall nicht mittig sein, sondern der Dreierregel entsprechend. Der Vorteil an so einer Diagonalen ist, dass die durch zwei von meinen Punkten durchgeht. Das heißt, es widerspricht der Dreierregel nicht, sondern es entspricht der Dreierregel. Da kann ich eben, wie gesagt, die Sachen anordnen. Der Punkt ist, dass euer Auge eine Führung braucht und über die müsst ihr nachdenken. Eine Möglichkeit ist die Diagonale. Sehr verwandt damit, aber ich habe es extra aufgeschrieben, ist im Endeffekt das Z. Das Z ist unsere Leserichtung. Wir fangen links an, gehen nach rechts, gehen dann runter und wieder, also quer, diagonal runter nach links und wieder zurück nach rechts. Ja, ist, wie gesagt, sehr ähnlich der Diagonalen. So zum Beispiel werden Magazine, also Artikel in Zeitschriften aufgesetzt mit der Überschrift, dann hier runter den Fokus mit Sachen gelenkt und dann unten eben wieder quer. So habe ich das zumindest mal gelernt. Ob das immer noch so ist, keine Ahnung. Also auch, wie gesagt, diese Richtung kann ich nutzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier oben einen Ast hinstempel und dann hier irgendwie was runter mache und hier unten meinen Gruß, diese Z-Leserichtung eben mitnehme. Auch diese Z-Leserichtung erfüllt im Endeffekt auch natürlich wieder unsere Dreierregel. Ja, obwohl ich dann hier so lang laufe, aber die paar Sachen laufen auch wieder durch meine Punkte durch. Sie erfüllt auch unsere Leserichtung, die wir haben. Das, ja, da habe ich jetzt gerade, wird es mit Beispiel, wie gesagt, ein bisschen schwer. Wenn ihr hier oben einfach irgendwie einen Himmel oder was gestaltet, dann guckt, dass ihr die Motive, die ihr anordnet, so anordnet und hier unten den Gruß zum Beispiel. Das wäre so eine Idee, wie man das machen könnte. Aber natürlich auch hier einen Baum und hier drüben irgendwas und dann hier unten nochmal der Gruß, würde das auch erfüllen. Also zusammenfassend, euer Auge braucht Hilfe beim Angucken einer Karte. Und die Karten, wo das Auge die Hilfe bekommt, die sehen harmonischer aus. Die beiden gehören, wie gesagt, so ein bisschen zusammen. Karten, wo euer Auge Hilfe bekommt, sind eingänglicher, ist das vielleicht ein Wort, sind einfacher anzugucken. Das vielleicht auch noch ganz kurz. Jede Karte braucht auch freien Raum. Also Raum, der nicht mit irgendwas zugeklustert ist. Der kann natürlich trotzdem farbig sein, das muss nicht weiß sein. Aber wo halt das Auge Platz hat zum Ausruhen. Ja, bei der Dreierregel habt ihr diesen kompletten Randbereich, ja, der frei ist. Ja, beim Block oder Grid habt ihr entweder den Block oder eben das Grid, was ein bisschen Ruhemöglichkeiten liefert. Also das vielleicht auch nochmal am Rand, dass ihr diese Ruhemöglichkeiten braucht. Dann ist natürlich, wie immer, das hier sind Hilfen, die uns helfen. Daran darf man sich nie aufhängen. Ihr wisst das, wenn ihr versucht, sowas nachzumachen und eure Karte sieht trotzdem noch blöd aus, dann löst euch davon. Genauso kann man Symmetrien auch absichtlich brechen. Oder Regeln absichtlich brechen, um eben einen Effekt zu erzielen. Zum Beispiel, da eignet sich halt wirklich gerade der Block. Ich mache irgendwie so einen 9er Block und die 8 außen sind die gleichen und es in der Mitte ist nochmal ein anderes. Einfach, dann ist dieser Block aufgebrochen und ich habe so einen Hingucker. Also man kann Symmetrien auch ganz bewusst aufbrechen, damit man einen Effekt erzielt. Dafür eignen sich dann Kontraste. Also, dass ich Sachen in Schwarz-Weiß mache und andere eben in Knallebunt zum Beispiel. Oder auch gerade so monochrome Sachen. Dass ich da halt hier Dreierregel und nur hier zum Beispiel irgendwie so ein paar Blätter mache und den Rest relativ frei lasse zum Beispiel. Also Kontraste sind, davon lebt eine Karte.
Genau, das war so schon, also jetzt zu dem Thema das Allerwichtigste. Dann habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben, den ich sehr wichtig finde, der mir in der letzten Zeit ein bisschen aufgefallen ist. Die meisten Stempelsets, die ihr habt, machen das automatisch und ihr braucht euch keine Gedanken machen. Aber da ich ja relativ gerne diese 3x3-Karten mache, also 3 Inch mal 3 Inch, ist es tatsächlich für mich manchmal ein Problem. Und zwar eigentlich ganz einfach, die Schriftgröße muss zur Kartengröße passen. Also ihr könnt nicht ein Riesenmotiv und eine Riesenschrift auf eine kleine Karte drauf packen. Ihr könnt natürlich durchaus eine Riesenschrift auf eine kleine Karte machen. Also zum Beispiel so ein Riesen Happy Birthday hier so einmal quer drüber. Wunderbar. Passt. Aber das muss alles so ein bisschen stimmig sein. Also wenn ich so Mini-Motive habe und dann eine ganz große Schrift, das bringt nur dann was, wenn die Motive stilistisch sind und nur zu Deko dienen. Aber wenn ich jetzt hier solche Motive habe und da irgendwie mit einer Riesenschrift was drüber mache, dann ist das viel zu überladen und passt nicht mehr zusammen. Also was ich sagen möchte, ist so als Tipp noch, als letzter Tipp, den ich euch heute mit auf den Weg gebe, ist, dass ihr guckt, dass die Größen der einzelnen Objekte stimmig zueinander sind. Und dann habt ihr schon eine ganze Menge Grundlagen, um eben an den Karten zu arbeiten. Wie gesagt, sucht euch mal eins oder zwei Prinzipien aus und gestaltet mal eine Karte nur mit dem Hintergrund, dieses Prinzip auszuprobieren. Da kommt bestimmt was Schönes bei raus, wenn ihr euch einfach mal so ganz frei, also ganz frei leiten lasst. Also ihr habt einfach eine Grundidee und startet da einfach mal. Genau. Das, wie gesagt, meine Tipps für heute zum Thema Kartengrundlagen. Die nächste Kartengrundlage, da soll es sich rund ums Thema Stempeln drehen, alles, was man mit Stempeln machen kann. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass ich aufbauend arbeite. Also ich habe am Anfang die ganz einfachen Grundlagen wie Papier und Farbe gemacht, bin dann zum Hintergrund gekommen und jetzt ebenso allgemeine Prinzipien. Jetzt, bis jetzt konnte man alles noch ohne Stempel machen und es baut sich jetzt langsam auf. Es wird immer, naja, schwieriger ist jetzt übertrieben, aber immer so ein bisschen spezieller. Genau, das nächste Mal soll es um Stempel gehen. Mal schauen, wann ich dazu komme, aber ich hoffe, dass ich das so in spätestens 6 Wochen gemacht kriege. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Genießt den Sommer und wir sehen uns dann im nächsten Video.